Erstmal herzlichen Glückwunsch an Horst, dass sie den Aufstieg oder die mögliche Relegation geschafft haben. Zum Spiel, ich fand, wir waren von der ersten Minute an klar die bessere Mannschaft, haben das Spiel dominiert und ja, haben auch verdient 2-1 gewonnen. Ich meine, im Endeffekt sind wir aufgestiegen, ne? Am Ende des Tages fragt niemand nach wie oder was und also, wir sind aufgestiegen, ja. Also, ja, wie man schon sieht, ne, die Mannschaft freut sich. Letztendlich ist es, scheißegal, wie. Und ne, wir haben wäre natürlich schöner gewesen mit einem Sieg, uns jetzt verabschieden aus der Liga. Aber letztendlich haben wir jetzt, sind wir aufgestiegen als Zweiter. Ne, wir haben zwischendurch natürlich auch immer wieder die Info gehabt, was drüben in Kemminghausen abläuft. Ja, und im Endeffekt sind wir aufgestiegen, wir sind glücklich darüber. Das war definitiv unser Ziel, ne, was wir intern jedes Mal besprochen haben. Jetzt hat es am Ende geklappt. Zum Schluss hin sind wir damit nicht zufrieden, weil es hätte mehr sein können. Wir hätten jetzt auch feiern können, aber das ist, wenn man gegen die unteren Mannschaften die Punkte lässt, dann hat man da oben, ganz oben, nichts zu suchen. Und bei uns war das der Fall. Ja, aber wir sind jetzt auch zufrieden. Wir wären auch lieber Dritter als Vierter natürlich. Ne? Wir wollten das jetzt auf dem Platz jetzt nicht übertragen. Ne? Wir haben es natürlich ein bisschen mitbekommen auf dem Platz, dass der eine oder andere sich auch schon gefreut hat. Aber ja, wir haben dann halt nochmal weitergespielt, wollten trotz alledem noch einen Punkt hier mitnehmen. Aber hat im Endeffekt nicht gereicht. Ja, wie gesagt, am Ende des Tages muss man den Mund abwischen und sich darüber freuen, dass wir aufgestiegen sind. Wir fahren mit ein paar Leuten nach Mallorca. Morgen geht der Flug, morgen früh. Und dann wird ein bisschen noch gefeiert. Für mich war das jetzt natürlich ein emotionales Spiel. Das war jetzt, ich habe hier eine sehr, sehr schöne anderthalb Jahre erleben dürfen. In einer sehr, sehr schönen kleinen Familie. Horst ist einfach eine Top-Adresse. Ne? Und ja, ich habe mich hier sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Die haben mir das hier sehr einfach gemacht. Deswegen fiel der Schritt mir auch schwer, jetzt zu wechseln. Aber wie gesagt, letztendlich, wie ich auch schon mal gesagt habe, war es für mich eine Herzensangelegenheit, ne? Dass ich jetzt diesen Schritt mache. Hat sich so ergeben. Für mich ist das jetzt eine neue Herausforderung und ich freue mich da riesig drauf. So, vor allem jetzt mit dem Aufstieg, ne? Fühle ich mich da auch viel, viel, viel besser. Ja, dann sehen wir uns halt nächste Saison mit Horst in deiner Liga.